Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Am Mikrofon sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir beide freuen uns natürlich auf dieses interessante Spiel. Helsinki gegen Real Madrid. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant. Und es ist eins klar, es wird hochklassig. Was traust du Karim Benzema heute zu, Buschi? Ist ja ein fantastischer Spieler. Bockstark im Abschluss. Sie müssen eng an ihm dranbleiben, sonst macht er hier sein Tor. Da bin ich mir ganz sicher. Real Madrid, Buschi. Auch dieses Jahr wieder Topfavorit in Europa? Also zumindest einer davon. Gibt ja ein paar Teams, die es packen können. Und Real gehört dann natürlich dazu. Sie haben eine klasse Mannschaft, die ganz schwer zu schlagen ist. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie treten hier heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Rafael Varane spielt neben Sergio Ramos in der Abwehr. Luka Modric steht zusammen mit Casemiro im Zentrum. Und der einzige Stürmer wird Karim Benzema sein. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Real Madrid mit der Balleroberung. Karim Benzema. Asensio. Jetzt der Schuss. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Er macht das Tor. Hier sehen wir es nochmal. Diesen Treffer wollte er. Lässt sich davon nichts und niemandem beirren. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Zinedine Zidane bejubelt diesen Führungstreffer. Sein taktisches Konzept ist voll aufgegangen. Damit war zu rechnen. Real liegt hier vorn. Und Ballverlust. Modric. Marco Asensio. Benzema. Toni Kroos. Casemiro. Tor! Casemiro macht's! Er ist einfach ein überragender Spieler. Und hier hat man es wieder gesehen. Das ist Wahnsinn. Sie treffen direkt nochmal. Und jetzt müssen Sie hier aufpassen, dass Ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment sind Sie jedenfalls geschockt. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Direkt wieder zurück. Ganz energisch. Guter Vorstoß, kann was werden. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass.
lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Da wäre Platz für den Konter. Luka Modric jetzt. Marco Asensio. Lukas Vázquez. Jetzt Casemiro. Groß. Was macht er draus? Macht ihn! Ja, er macht ihn! Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Sie bauen geduldig auf und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke. Damit hat der Keeper nicht gerechnet. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Ball ist wieder weg. Jetzt Sergio Ramos. Viel Übersicht bei diesem Pass. Toni Kroos. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Karim Benzema jetzt. Nicht gut verteidigt. Kroos. Der Ball kommt. Der Schuss war getippt. Ja, drin. Tor. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Modric geht gut dazwischen. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt der Ballverlust. Und jetzt Toni Kroos. Am Ball Kroos. Toni Kroos. Casemiro. Asensio. Und Real macht das Ding rein. Real Madrid mit einer tollen Vorstellung und hier bauen sie ihre Führung sogar noch aus. Konzentriert und seriös gehen sie das Ding hier an. Da ist der Spielstand dann keine Überraschung. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Sieht vielversprechend aus. Er ist frei, da kann was draus werden. An den Pfosten. Groß am Ball. Benzema.
Benzema verliert den Ball. Jetzt ist Platz für den Konter. Macht er gut. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Toni Kroos. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Toni Kroos. Karim Benzema hat den Ball. Schön abgeblockt. Die Ecke kommt. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Lucas Vázquez. Karim Benzema hat den Ball. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Ich glaube nicht, dass man sich zu weit aus dem Fenster lehnt, wenn man dieses Spiel für entschieden erklärt. Es steht 5:0 zur Pause. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Über ihn läuft vieles heute, das ist ein klasse Auftritt und einen Treffer hat er ja auch schon vorbereitet. Noch 45 Minuten zu gehen und bisher war das Spiel doch sehr, sehr eindeutig. Der Pass von Kroos kommt nicht an. Benzema führt hier den Ball. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Wieder so ein klasse Pass. Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab. Marco Asensio. Varane jetzt. Am Ball jetzt Casemiro. Groß. Schöner Pass. Benzema mit der Chance. Ein fantastischer Treffer. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Die Gäste werden wechseln. Und da ist der Ball wieder weg. Toni Kroos. Casemiro. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Gute Chance. Genau hinschauen jetzt. Modric macht den Treffer. Er ist einfach ein Riesenspieler und das haben wir hier auch wieder gesehen. Da ist das Tor nochmal. Und es ist nicht zu übersehen, da sind sie viel zu passiv.
müssen irgendwie doch den Ball da aus dem 16er kriegen. Unglaublich. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Guter Vorstoß, kann was werden. Sieht gefährlich aus. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Abgefangen von Sergio Ramos. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Nun Varane. Jetzt Sergio Ramos. Modric. Asensio. Benzema. Luka Modric. Der Ball kommt. Marco Asensio. Ja, das war abseits. Groß geht raus. Sein Team liegt vorne. Er hat hier eine gute Leistung gezeigt und ja auch sein Tor gemacht. Weg ist der Ball. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Federico Valverde. Da ist die Chance. Real Madrid macht den Treffer. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Jetzt ist es natürlich leicht, das so zu sagen, aber den Spielverlauf hatten wir so erwartet, ne, Buschi? Ja, bin ich bei dir. Ganz ehrlich, es gibt natürlich immer wieder mal Überraschungen im Fußball, aber an einem normalen Tag sind sie einfach das bessere, das auch individuell stärkere Team und das zeigen sie heute. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Klasse Pass. Da hat er die Chance. Was für ein Tor. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen.
Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Das könnte was werden. Klasse Aktion, Ball ist weg. Federico Valverde. Super dieses Zuspiel. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Dominante Vorstellung heute, sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt, 3 Minuten. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gäste haben also gewonnen. Tolle Leistung heute. Das Ergebnis spricht Bände. Waren kaum Schwächen auszumachen. Ein absolut überzeugender Auftritt.